Ach so, ich baue hier auch einfach mal ein Feuer hin erstmal, ne? Jo. Und ein Trockenreck. Und wo ist jetzt die Tür hin? Die Tür? Ja, du hast hier doch eine Tür hingemacht eben. Die habe ich wieder weggemacht. Wieso das denn? Weil wir ja jetzt kein Haus mehr bauen müssen. Die Tür war unverschämt. Ach Ich musste weg. so. Klopp, 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 klopp. Ist ja süß. Ich hänge das Fleisch erstmal ans Trockengestell. Und Ja. wenn ihr zu früh Hunger bekommt, dann nehmt ihr das einfach und packt es aufs Feuer. Oh, ich packe meins auch dahin, bevor es schlecht wird. Und wir sind so gut. Jetzt schon. Jetzt schon. Okay. Wir müssen noch überlegen, wie wir an Wasser kommen. Also, ich habe schon mal einen Top. Ja, ich habe auch einen Top. Cool. Können auch die Tage dann zum Strand und ein paar Schildkröten jagen. Ja, okay. Noch 5 Baumstämme, Leute. Ich schnabuliere mal kurz was. Ach, the forest. I missed it. Man hat auch einfach immer was zu tun. Das ist so herrlich. Ja. Und es ist wie Minecraft, nur in realer. Ja. Und dass man nicht alles bauen kann, so. Ich frage mich auch, also ich weiß nicht, ob das so auf, also es wäre schon aufwendig, wenn man halt sowas wie Minecraft macht, also wirklich 1:1 Minecraft in richtig geiler Grafik. Wie Forest zum Beispiel, also Minecraft quasi in Unreal Engine oder so und nicht Das blockig. wäre krass. Es gibt ja halt viele, die in die Richtung gehen, aber die sehen meistens entweder scheiße aus oder können halt nicht so viel wie Minecraft. Ja. Irgendwann wird das auf jeden Fall passieren. Ich hoffe. Someday. Mann, diese Rehe, die hier einfach stehen. Mir ist eben ein extrem blutiges Reh einfach vor die Kamera. Es wollte es. Bitte Wollte töte mich. nicht. Ich stelle noch ein Rack auf. Ein Rack. Ah, wir sind reconnect. Aber nicht verrecken. Ah. Aber wir müssen auch bald den Kassettenrekorder suchen. Das Ja, stimmt. für Energie. Energie? Energie? Durch die Musik kriegt Ach man so. Energie. Ach, stimmt. Wirklich? Und es ist Musiker. halt schön. Es hat Musik. Sollen wir jetzt schon anfangen, Ja. Wände aufzustellen? Oh Gott, das hat jetzt lange gedauert. Was aufzustellen? Wände! Wände. Ja, würde ich sagen. Ich würde aber eben zum Strand gehen und eine Schildkröte töten. Okay. Ich komme mit. Ich pack so lange Holz. Gut, wo ist der Strand? Wir gehen einfach. Okay. Da, wo nicht der Berg ist. Also da. Oder so. Wir machen mal Supi. einen Bogen. Ah, Handgemachter Bogen. Supi. Aha. Und Federn. Oh, ich habe Batterien gefunden. Geil. So, jetzt kann ich Kaninchen jagen. Super. Aber es ist ja dunkel. Bleibt Ja, wir nicht zu kommen lange weg. bald. Wenn das Licht angeht, seid ihr zu Hause. Natürlich, Mama. Ja. Schildkröte! Ah. Hm.
Tu ihr nicht zu doll weh. Mach's schnell. Oh, es tut mir so leid. Oh, es tut mir so leid. Nein! Ich bin ein schlechter Mensch. Oh Gott. Du willst nur überleben. Ja. Und es gibt keine andere Möglichkeit, um an frisches Wasser zu kommen, außer durch Schildkrötenpanzer. Ja. Ja, ja, klar. Ich frag mich ja an sich auch, warum man das ganze Flugzeugwrack nicht auseinandernehmen kann und nicht daraus irgendwas bauen kann. Das wäre cool. Naja, wir sind ja aber schon eher so einfache Menschen. Dumm, meinst nicht, du? Nicht bewandert in so etwas. So dass wir halt vielleicht. Was geht mir jeden Tag hier? Wir fliegen jeden Tag. Jeden Tag Flugzeug auseinander. Evi stürzt jeden Tag ab. Die hat da schon Routine drin. Ja. Ich hoffe, das war gerade ein Reh, was da an mir vorbeigerannt. Bestimmt. Es war ein Mensch. Ein Evi. Ein Evi. Es ist ein Evi. Wunderschön. Nein. Ein Reh. So, das will ich immer. Ich mach mal das Licht wieder an, ne? Wir können mal kurz noch nicht schlafen. Ich habe mir Fleisch draufgelegt. Dir lieber, ob du das morgen machst, weil du nach dem Schlafen sowieso wieder Hunger hast. Oh, jetzt habe ich es aber schon draufgeklatscht. Scheiße gelaufen. So. Wassersammler. Wo packe ich den denn am besten hin? Irgendwo hier, wo es frei ist? Nee. Nee. Ich habe meinen hier hingepackt. Dann packe ich meinen hier hin. Konnte man eigentlich diese kleinen Stämme... Okay. Ja. Konnte man anscheinend. Ich bin wütend! Nom 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 nom. Nom nom nom. Wir können halt schlafen. Yay! Juhu. Kann man eigentlich über Nacht verhungern oder Nee, ne? Nein. Ich weiß ja nicht. Zett! Ich komme sofort. Seid ihr schon im Bett? Immer kommst du so spät ins Bett. Ich musste noch was tun. Ich war noch auf Arbeit. Denk doch an die Kinder. Welche Kinder? Ach, Timmy. Gute Nacht. Guten Morgen. Oh mein Gott, ich habe aufstehen, gar nicht Leute. Die Sonne lacht. Wir haben alle Spaß. Haferschleim und wer dich anlächelt. So, dann nehme ich mir mein Töpfchen und schöpfe mir Wässerchen. Mache das mal. Ich nehme auch Töpfchen. Gibt das hier überhaupt? Doch, doch, doch. Wasser? Ich trinke eine gesunde Cola. Das ist mir das Liebste am Morgen. Wo soll eigentlich unsere Tür hin? Ist mir egal. Und wir können gar keine Defense Wall bauen, ne? Warum? Also ich finde hier keine. Nevermind, ich habe doch eine gefunden. Haha. Aber jetzt machst du gar keine Defense Walls dahin. Das... Was ist der Unterschied? Also... Die sind spitz. Siehst du? Oh. Okay. Weg mit euch, ihr garstigen Wände. Schert euch davon. Ich überlasse das dir. Weißt du, ich hack weiter Holz. Mach das mal. Wie weit soll das denn gehen? Bis hier? Also, ja, würde ich sagen, ja.
Und möglichst aufpassen, dass du so an den Rand baust, dass da keiner irgendwie vorbeikommt oder so. Ja. Ich habe keinen Teich gefunden. Nein. Ihr Blatt. Ah, man konnte ja Tore dann, ich verstehe. Gut. Ha? Huh? Man kann die Tore ja dann einfach da zustellen. Also da, ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde hier die ganze Zeit so halb angesägte Bäume. Angeknabbert. Säge. Umgeknabbert. Ist das so gut erstmal vom Layout? Das ist jetzt hier ein bisschen kleiner. Fort. Aber noch genug Platz. Nein, das rennt zu weit weg. Bleib stehen! Garstiges Getier. Lass dich töten. Ich will das noch auch. Diese Herrscherstimme ist so gut. Du garstiges Tier. Oh Mann, das rennt weg. Ja, es will wohl doch nicht sterben. Ich hab's nur einmal angeschossen. Warum rennt das denn so weit? Kann ich dir nicht sagen, du. Ups. Jetzt habe ich einen Pfeil verschwendet. Oh Mann, das ist jetzt nicht dein Ernst. Es tut mir leid. Den holst du wieder. Ja. Und wenn er im Loch ist. Ich habe einen Teich gefunden. Markier den mal mit Blau, wenn der in der Nähe ist. Ha! Nee, der ist nicht in der Nähe. Ich habe ein anderes Getier getötet. Nennt mich Gott. Gott, du bist so männlich. Dankeschön. Ja, Moment. Oh, dankeschön. wo kann ich nochmal einen Speer bauen? Im Buch. Im Inventar. Nein, ich bin gefallen. Hab echt so leid. Q ist gefallen. Das Land Q ist gefallen. Ich steh auf. Ja, ich bin schon längst. Steh auf, Kim. Bin ich schon längst. Ich habe hier noch einen Höhleneingang gefunden bei dem einen Dorf, wo so Skelette aufgestapelt sind davor. Ah, oh, hier. Hast du markiert? Bin gerade dabei. Markieren klingt einfach immer so falsch. Ja. Geh, piss oder mal kurz hin. Ich habe nicht genug Stöcke und ich werde gleich angefasst. Ew. Was? Das geht aber nicht. Pass zurück an. Das kann ich auch. Nächste Land einfach so mitten aufs Gesicht. Je. Yeah. Und so entstehen Kinder. Mensch. Was? Oh, ein Eichhörnchen. Eichhörnchen ist in der Hose drin. Mein Gehirn. Genau so. Rot machen wir die, ne? Ja. Für Blut und Gefahr. Pinkelt. Oh, er hat mich angegriffen. Er hat mich zuerst geschlagen. Was? Wow. Dann schlägst du zurück. Er hat angefangen. Ja, dann gibt's jetzt Krieg, ne? Ja. Bauen gleich Waffen. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Bring ihn zu euch. Was? Nach Hause? Du kannst doch nicht einen Wildfremden mit nach Hause bringen. Dann schlagen sie den halt gleich. Der hat 8 Arme. Ist er denn auch nett? Hat er einen guten Job? Er hat Muckis. Hä? Immer noch 65 Baumstämme? What? Das sind zwei verschiedene Blaupausen. Vielleicht baust du nur an der einen. Und wenn du dann die andere ansiehst. Ah. You Knopf, what I mean? Jo. Knopf, Alter. Kneif. Boah. Die Popacke. Der Typ hat keine Ausdauer. Du bist der Typ, Ruby. Nein!
Ich frage für einen Freund. Genau. Genau. Dum di dum. Was wollen wir denn eigentlich als nächstes bauen? Gibt's irgendwas Wichtiges? Irgendwann müssen wir auch Boote bauen. Und in die Höhlen. Dann können wir schneller Sachen bauen. Genau. Wir können ja erstmal an unserem Unterschlupf ein bisschen feilen. Mhm. Ja. Ein paar Dinge sammeln, uns vorbereiten und dann würde ich sagen, ab in die Höhle beim nächsten Mal, du. Ja. Gut. Irgendwie ist hier gerade das Tor verschwunden, das ich eben fertiggestellt habe. Hier ist das Tor. Hier war eins. Ich habe zwei Tore gemacht, ein großes und ein kleines. Genau, und hier war das kleine. Ja, hatte keinen Bock mehr. Er ist abgehauen. Durchgebrannt. Mit dem Fenster. Mit dem Typen, den du nach Hause gebracht hast. Oh. Herr Baumfeld. Jetzt steht hier dieser Wasserspender so im Weg. Egal, das sieht aus, als ob man da so eine Gabel machen muss, wenn man reinkommt. Gib mir eine Hand oder einen Fuß. Ja, wir zahlen hier. Nichts ist umsonst. Soweit kommt's noch. Falls ihr übrigens Hunger habt, ich habe ganz viel Fleisch in der Tasche, das weg will. Oh, okay. Ich habe eigentlich eher Durst. Ah, ich habe hier ein Wasser geholt, oh mein Gott. Kann ich nicht dienen. Imagine, holen Wasser und dann nicht mal trinken. Ich bin halt ein Gamer. Wir stinken ja auch. Ja. Haben wir nur noch ein Rack? Ja, irgendwie schon. Das andere ist auch weg. Vielleicht ist da ein Baum raufgeklatscht. Könnte sein, aber verschwindet das dann einfach? Ich dachte, das geht vielleicht so kaputt erst. Ich stelle da jetzt noch mal eins hin. Mysterious. Vielleicht ist die Tür mit dem Rack durchgebrannt. Dass das ganze Fleisch dann auch weg ist. Einfach so. Oh, guck mal, Evi. Ja, ich glaube auch, dass das Fleisch weg ist. Ich habe da jetzt Aloe Vera und so Zeug reingetan. Aber ich wollte was trinken. Oh mein Gott. Du machst erstmal eine Suppe hier. Ja. Die kann man doch auch trinken, oder nicht? Geht die dann auf Durst oder auf Essen? Das weiß ich gar nicht. Die gute Aloe Vera Suppe. Das dauert voll lange. Hallo, ich verdurste hier gleich. Mann. Und? Oh, geht auf beides. Cool. Yes. Jetzt habe ich dich geheilt. Vielen Dank für die Blumen. Also wirklich. Vielen Dank. Hui. Musikalisch sind wir. Toll, toll. Wow, Alter, das war ja ein Anschlag. Was? Du hast mich fast getroffen. Oh, aber nur fast. Das war voll beabsichtigt. Ich habe auf dich gezielt, weil ich wusste, dann treffe ich daneben. Oh, was? Das, Jo, was für ein Anschlag. Nein, nein, das geht wirklich kaputt. Es geht wirklich kaputt. Ja. Okay, Einstellungen. Ups. Hä? Wieso sind denn die Bäume so groß? Wo macht man das nochmal? Spielernamen anzeigen. Ich glaube, das kann nur Evi machen, ne? Über einen Host. Jo, hab's ausgeschaltet. Nice. Muss ich dir erstmal wieder was hinbauen? Hast du gelacht? Nein. Ich hatte was in der Nase. So schnaube ich auch immer. Ja. Aber muss ich das einzeln einstellen? Ich dachte, das kann der Host einstellen und dann. Ich hab's jetzt gerade ausgestellt. Okay. Deswegen ist die Tür hier vielleicht auch weg. Ich hab's jetzt auch ausgestellt, also einfach Safety First. Bei mir ist es aus, okay, ja. Bei mir ist sogar der PvP-Schaden aus.
Bei mir auch. Das heißt, wir können uns gegenseitig angreifen. Geil. Darauf steht ihr also. Ich hoffe, es regnet bald mal. Mhm. Ich habe auch Durst. Ja, lass uns mal morgen irgendwie in die Stadt gehen, wollte ich sagen. Erstmal shoppen gehen. In ein Dorf gehen. Und da ein bisschen abschnorren. Oh, das Feuer ist auch kaputt. Ja, Mann, ey. Konnte man nicht so Baumstammsammler und so zweistöckig machen? Ich hab da auch gerade dran gedacht. Baumstammsammler, ja. Schatz. Ich glaube alles andere nicht. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube auch. Doch, doch konnte man, glaube ich. Aber welcher Knopf? Du musst es eigentlich angezeigt kriegen, wenn du es. Also du musst, ich glaub, du musst eine hinsetzen und dann müsstest du da drauf was bauen können. Ah. Ich trinke jetzt auch mal eine Soda. Geil. Voller Energie bin ich jetzt wieder. Jo. Das ist ein großer Baumstammsammler. Das ist ziemlich schlau. Weil dann können wir jetzt, bevor wir groß angegriffen werden, schon mal ein paar Baumstämme sammeln, die wir dann irgendwo bauen wollen. Präventionsarbeit hier. Wir denken an unsere Zukunft. Die sind strategisch. Genau. Kommt das von dir? Strategisch. Ist ja eigentlich cool, wenn man sich so einen Kartentisch bauen könnte. Oh ja. Und da dann so Punkte markieren. Wir denken ach, so ein Kartentisch. Oh mein Gott. Ich dachte gerade einen Kartentisch fürs Kartenspiel spielen. Nein. Das wäre auch ziemlich cool, wenn man auf der Karte, oh, keine Ahnung, kennt ihr diese Höhenlinien auf Wanderkarten? Hm. Wenn man so eine Karte hätte. Ist ja auch cool. Ja, oder wenn man auch irgendwie so Skills erlernen könnte, womit man dann Karten macht und sowas. Kartograf, oh ja. Berufe. Oh, ich liebe Berufe. Ich werde hier erstmal Polizist. Halt, stopp. Sie sind hier zu schnell gerannt. Gibt erstmal eine Strafe. Das ist aber ein Zahn zu viel einer Axt. Also. Haben Sie eine Baugenehmigung hierfür? Dieses Effigy passt nicht hierhin. Nein. Nee. Haben kulturell Sie, nicht. Haben nee. Sie das angemeldet? Dafür müssen Sie jetzt erstmal folgende Dokumente ausfüllen. Dann gehen und Sie zu dem erstmal und dem Amt gehen. Genau. Und Geld bezahlen. Lassen. Yay! Wir bezahlen hier in Uhren. Oh. Noch ein Stamm. Ich habe meine Uhren leider schon alle verbraucht, aber ich habe noch diese schönen Weiß ja nicht, ob das geht. Hier muss ja alles nach Vorschrift passieren. Ja, so sieht's aber aus. Aber das Land heißt doch nicht Deutschland. Burn! Wir sollten es ab jetzt Deutschland nennen. The Forest in Deutschland. Schwarzwald. Genau. Ein Ausflug in den Schwarzwald. Herzlich willkommen bei The Forest Deutschland Edition. Wir befinden uns hier im Schwarzwald. Wie Sie sehen können, wird auch dieser bereits durchforstet. Und Aua. Bebaut. Ich habe mich gerade mit meinem eigenen Baum geschlagen. Oh Mann, Ruby. Peinlich. Sollen wir kurz nochmal Gebäude kaputt machen, anstellen, um dann hier diese Stocksammler und Steinsammeldingsbumsies direkt auf groß zu bauen? Ja. Gut. Willst du dabei ausprobieren, ob das für dich gilt, wenn du das bei dir umstellst? Ja. Mhm. Zerstörung von Gebäuden erlaubt. An. Zerstörung! Das hatten wir doch in Human Fall Flat schon. Ja. Ich glaube, das geht nicht. Okay. Mift. Da muss Papa mal ran, ne? Ist ganz schön dunkel hier. Sollten wir schon irgendwie sowas Laternen bauen oder lieber noch nicht, weil wegen zu viel Aufmerksamkeit? Hm.
Doch, bauen. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Haben Sie Zerstörung an? Ja. Ja. Mag jemand sehr akkurat hier noch mal ein paar Steine wegnehmen? Habe ich schon, ich kann nicht mehr tragen. Ich kann auch aber nicht. Ich kann warte. Vielleicht kann ich. Oh. Nee. Warte, dann packe ich das Lager auch hier in die Seite. Mhm. Dann sieht das alles ein bisschen schicker aus. Wie viele wollen wir denn haben? Von was? Von allen. Also ich habe jetzt ein viertes Baumstammlager gemacht. Vielleicht fünf? Mhm. Ja. Von Stock- und Steinsammlung würde ich, glaube ich, zwei. Vielleicht erstmal drei, zwei oder drei machen, ja. Okay, dann drei. Ja, drei ist gut. Dann passt das auch alles. Oh, hier sind Beeren. Oh, das sind keine guten Beeren. Ich mach den kaputt. Ich baue an den Haupteingang zwei Schädellampen, weil dann finden wir den wieder. Ja. Ich habe auch zwei Schädel, glaube ich, dabei. Hab ich hier vorhin gemobst. Hast ihm einfach den Kopf abgezogen. Einfach gegönnt, mitgenommen. Ich genommen habe ich jetzt den. Diesen Schädel. Ach, Schädel. Ich sehe ja gar nicht mehr hier. Ja, ist ganz schön dunkel. Sollen wir vielleicht gleich in die Koje gehen? Oh, ja, hervorragender Vorschlag. Dankeschön, ich habe lange darüber sinniert. Ist es denn überhaupt schon möglich, schlafen zu gehen? Diese philosophische Frage. Wann müssen kann ein Mensch schlafen? Erholsam schlafen. Wir können in der Tat schon ein Nickerchen, ein langes Nickerchen halten. Voll zwie. Ja, denn. Ich schließe die Tore. Halt, oh! Hey. Dankeschön! Die Tore. Bist du drin? Ja. Es klingt immer wie so ein Knochenbruch, wenn ich einmal so ein Tor schließt. Ich habe noch nie einen Knochenbruch gehört. In Film oder so? Bestimmt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Freue mich schon auf Sonntag. Was gibt's denn Sonntag? Sonntag kommen immer Videos, wo alle drei oder vier Leute von Recollect zusammenspielen. Oh mein Gott. Yay.